Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von der FX Flat. Ich freue mich, dass Sie live dabei sind. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn im Hintergrund bewegt sich alles und wir wollen ja auch nicht so viel verlieren. Ja, wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken. Ganz wichtig, bitte an der Stelle diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen da auf jeden Fall Ihre eigene Meinung bilden und die Setups oder die Trades, die Dirk heute zeigen wird, vielleicht, ja, ist entsprechend seine Entscheidung und Sie müssen Ihre treffen. Ja, gut, wir werden jetzt noch YouTube dazuschalten. Ich werde schon mal übergeben und ja, dann reden wir gleich nochmal. Dann legen wir doch mal los. Und da sage ich an der Stelle hallo und herzlich willkommen heute zur Live-Trading-Session mit unserem Gast da Nelson, wie immer von FX Flat, weil das Ganze wird ja auch von FX Flat präsentiert. Ich bin nur so Nebendarsteller hier und die Hauptattraktion ist natürlich der Markt. So, also ich hoffe, euch geht's gut. Heute mal eine bisschen andere Einleitung. Und auch der Nelson hat sich bei GoToWebinar, wo wir das ja parallel machen, auch kurz gefasst. Und wir gesagt haben, so, wir machen das jetzt irgendwie so ein bisschen mehr zusammen. Und also ich sage von meiner Seite hallo und herzlich willkommen. Und der Nelson sagt sehr gerne jetzt auch noch ein paar Worte. Bitte schön, Nelson. Ja, vielen Dank. Hallo YouTube. Ich freue mich, ja, heute wieder mit Dirk die Veranstaltung machen zu dürfen, beziehungsweise er hat das ja falsch rum gesagt. Ich bin ja überhaupt nicht wichtig hier. Heute leider ohne Kamera, dafür aber am Freitag wieder. Und ja, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, denn die Märkte bewegen sich ja schon den ganzen Tag und auch gestern schon in Amerika. Vielleicht auch kleiner Hinweis an die YouTube-Zuschauer, dass diese Veranstaltung, da das ja auch eine FX-Veranstaltung auch mit ist, diese Veranstaltung bitte nicht an der Stelle als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, dient nur zu Schulungsinformationszwecken. Der Dirk hat auch einen Risikohinweis gezeigt, ist ganz wichtig an der Stelle. So, jetzt legen wir los. So sieht's aus. Genau. So, also ich hoffe, euch geht's gut. Habe ich schon gesagt, will auch hier nicht viel zu lange rumphasen, aber natürlich an der Stelle trotzdem der Hinweis, wenn ihr Input habt, immer gerne her damit, ne? Also vor allen Dingen die gestern Abend ja dann eben auch oder heute Morgen dann meinen Trading Guide gesehen haben, die wissen ja, dass ich eigentlich so ein bisschen auf was anderes gehofft habe, nennen wir es mal so, was jetzt hier die Eröffnung angeht. Und aber ich sehe mich jetzt hier tatsächlich dann halt schon mit einer Herausforderung konfrontiert. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr unterwegs seid, baut ihr drauf. Also die Rede ist natürlich jetzt erstmal vom DAO. Der DAX spielt jetzt hier keine Rolle, weil ich ja hier versuche, den DAO in irgendeiner Form einzufangen. Also wer zum Beispiel Ansätze hat oder hat irgendwie schon positioniert ist, schreibt es einfach sehr, sehr gerne in die Kommentare. Oder halt eben in die Fragenabteilung bei GoToWebinar oder wie gesagt, Kommentare dann halt bei YouTube. So, gucken wir uns die ganzen den Salat da mal an. Ne? Da gab es ja wohl einiges an News. Nelson, was war das? Was kam da raus? Mal abgesehen von, was war das? Tesla, ne? Ja, jetzt gerade kamen Tesla-Zahlen raus, -7% und gestern in Amerika kam Manufacturing PMI raus und die kamen stärker als erwartet. Und demnach werden jetzt weitere Zinssenkungen wieder ausgepreist. So viel von der Nachrichtenseite. Ja, weitere potenzielle Zinssenkungen, ne, muss man dann eigentlich eher Korrekt, dann halt sagen. das ist jetzt auf den September jetzt verschoben. Und aber auch da wird es gerichtlich, denn es ist ja kurz vor der Wahl. Ob die Fed da entsprechend wirklich politisch eingreifen wird, ist eine andere Frage. Naja, also genau das Thema, was wir hatten, ne? So, jetzt wird es ausgepreist, die ganze Nummer, die Erwartungshaltung. Der Markt geht möglicherweise in die Knie und bis die Fed dann halt wieder aus dem Quark kommt, dann ist wieder alles zu spät, ne? Da haben wir uns ja letztens irgendwie auch noch drüber ausgetauscht. Da hast du ja auch ein bisschen was dazu erzählt. Von daher wird es dann natürlich dann an der Stelle genauso wiederkommen, wie es halt meistens dann halt eben scheinbar wirklich kommen muss. Warum auch immer, ne? Aber okay, also wir gucken natürlich hier gerade, was das Intraday Live Trading angeht, ja einfach auf die Price Action, ne? Also versuchen dann halt irgendwie zu antizipieren, was machen die Marktteilnehmer und versuchen uns da halt irgendwie dran zu hängen. Alex schreibt ja auch schon, habt ihr Nerven, schaut doch mal auf den Markt, der hat gerade was? Flitzeck? Was ist ein Flitzeck?
Ja, klar, ne? Der klatscht natürlich, also was heißt, ne? Es geht ja jetzt gerade noch, ne? Also es ist jetzt nicht so wirklich so überraschend, wo der DAO halt irgendwie hinläuft. Was mir natürlich überhaupt gerade gar nicht gefällt, ist der Bitcoin. Aber gut, das ist jetzt kein Thema für hier. Aber der macht so ein bisschen das, wo ich da gesagt habe, boah, muss der nicht irgendwie nochmal, das ist irgendwie, ne? Aber okay, das besprechen wir dann heute Abend. Aber wir gucken uns jetzt erstmal den Salat hier an. Also, nachdem wir gestern halt hier so runtergekommen sind, ich versuche euch da mal abzuholen, auch die, die jetzt zum Beispiel halt nicht den Trading Guide gesehen haben. Ich habe halt generell gesagt, ne, also wir haben halt hier schon recht Fettdruck da oben gesehen, in der Nähe von der 40.000. Ne? Da sieht man halt schon recht deutlich, wie es da runterging. Es war auch hier echt wirklich formschön, bilderbuchmäßig mit der Umkehr vom Framing mit dem Durchstoßen SMA20, so dass dann halt eben eigentlich auch der perfekte Short Entry wäre dann halt hier, eigentlich der perfekte wäre da gewesen. Der sicherste wäre halt hier gewesen. Aber gut, das war jetzt, ist natürlich jetzt Zeug vom Montag. Aber trotzdem, ich hole mal ein Stück weiter hinten aus. Und das heißt, wir hatten halt hier jetzt eine Bewegung dadurch halt recht deutlich nach unten. So, und diese Linie hier, die ich eingezeichnet habe, die ist dadurch begründet, weil ich gesagt habe, ja, Moment mal, ne, man sollte hier trotzdem nicht zu voreilig sein, sollte jetzt erstmal gucken, was dann da halt kommt, weil der Trigger jetzt irgendwie für Short im größeren Timeframe, der ist halt noch nicht da. Weil wenn man jetzt einfach mal das markttechnisch dann mal darstellt, das mache ich jetzt hier nochmal kurz, dann haben wir hier nichts anderes als ein Hoch. Ein korrektives Tief, ein höheres Hoch und bis gestern oder bis heute dann halt eben auch hier nur ein neues Tief. Und regulär, regelkonform wäre natürlich dann im Sinne des Long-Trendes, wenn der Markt dann versucht, nach oben wegzuziehen. Aber ich habe trotzdem nicht gesagt, das Ding oder ja nicht irgendwie das so formuliert, dass ich das halt auf Long baue. Nein, ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass der Markt eine Korrektur versucht und dann halt hier oben in dem Bereich dann zumindest ein bisschen Luft holt und nicht direkt halt eben runtergeht, weil ich halt schon gerne hier natürlich noch irgendwo Short in den Markt halt reingekommen wäre. Aber das, so wie es aussieht, ist mir natürlich diese bequeme Route, und die wäre relativ bequem gewesen für meine Begriffe, die bleibt mir also verwehrt. So, und deswegen muss ich jetzt halt schauen oder müssen wir schauen, wie man dann halt damit da jetzt halt dann irgendwie klarkommt. Weil was natürlich deutlich ist, ist halt dieses Low, ne, bei der 39.277. Ja, ich weiß, das ist im Bild ein bisschen klein, aber es ist die 39.277. Diejenigen, die das Live-Chat-Add-on haben, sehen das ja halt auch in ihrem Chart selber. Also das ist halt gebrochen. Da schiebt das sich gerade drunter durch. Das ist natürlich jetzt mal einer von den Rücklaufpunkten, die halt am schnellsten eigentlich nochmal kommen müssten. Also wo ich jetzt mal von ausgehe, wenn ich sage, okay, der Markt, wenn er jetzt nach oben reagiert, bei 277 sollte er zumindest irgendwie eine Reaktion dann halt sehen. Also so, dass es nicht so ohne weiteres dann halt hier umgedreht wird. Ne? Weil ist ja klar, also wir haben halt hier einfach Druck drauf, hier das Low wurde verkauft, wir sind damit auch unter dieses ATH gefallen. Und wenn jetzt die Shorties hier am Start sind, werden die das in irgendeiner Form verteidigen. Das heißt, das wäre jetzt mal das Erste, wo ich drauf gucke. Wenn er das überhaupt macht, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen die Schwierigkeit halt dabei. Wenn der jetzt hier nur runterdrückt, dann ist halt echt die Frage, wo kommt man denn da überhaupt vernünftig rein? Ne? Weil also generell, man sieht ja hier halt auch den Fall nach unten. Also das war halt eben gedacht, eben als Fortsetzung, falls er da oben dann halt eben kommt, weil ich gesagt habe, wenn der irgendwie korrigiert, hier nochmal ansetzt, sollte das Vortagestief, also gestern vom Montag, nicht halten. Und eigentlich sollte das dann eben auch ausreichen, um hier durchzugehen. Ja, und weil ansonsten ergibt das ganze Bild da oben keinen Sinn. Jetzt geht er aber halt hier schon direkt durch, also wie es jetzt zumindest gerade aussieht. Und wenn es jetzt wirklich dumm läuft, und dann stehen wir halt um 15:30 Uhr, wenn der Markt aufmacht, schon hier unten in der grünen Zone. Und dann wird es schwierig. Grüne Zone heißt natürlich erstmal, okay, da ist Support zu erwarten, weil wir das halt hier eben, weil wir da so ein Cluster halt haben, weil das so ein vergessener Punkt eben gewesen ist von der Korrektur, die ich davor schon gehabt habe, wo ich ja auch schon meinte, das kommt schon wieder, ja. Und aber dass es dann so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, natürlich. Ne? Aber okay, ich muss mich jetzt damit in irgendeiner Form halt auseinandersetzen. Also 39.160, 141, dort wäre eine mögliche Korrektur. Auch im Daily muss ich mir das mal kurz anschauen, ob es halt hier auch Sinn macht. Und da meinte ich ja auch schon, dass es heute eben halt denkbar wäre, dass wir halt eben den SMA20 da halt eben auch von oben anlaufen. Wenn das hier mal ein bisschen aufzieht, das wäre dann hier die maximale Ausdehnung nach unten, bevor halt eben das Framing wirklich kippt, wäre dann auch die 39.140 und schlimmstenfalls eben auch noch 60 Punkte tiefer. So,
Jetzt frage ich euch mal, was machen wir? Gehen wir da long rein da unten oder handeln wir das Ding short bis da runter? Wie würdet ihr es machen? Schreibt es wirklich mal rein. Und ich versuche das dann halt auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie blind darauf höre, was ihr da halt irgendwie reinschreibt, aber ich versuche mir das mal unter verschiedenen Gesichtspunkten dann eben auch anzugucken und dann halt den Markt da irgendwie zu greifen. Weil die Frage ist ja immer, das ist ja immer genau immer das gleiche Thema, ne? Wo will ich hin damit? Will ich irgendwie 20, 30 Punkte haben? Will ich irgendwie die größere Reise haben? Ne? Das ist halt echt immer so das Ding. Und ich gucke hier mal durch. Lassatoria, bin noch short. Andreas, long. Robert, long. Martin, gerade short mit kleiner Position. Ich will ja wissen, was ich gleich machen soll. Jürgen, long. Warten und dann long. Long, ich lese halt hier irgendwie fast nur long, ne? Und andere dann halt bin schon short. Sieht aus wie Stops Fishing, ja, ne? Ob es das dann am Ende ist, sieht man ja erst dann, wenn es vorbei ist. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich gucke mal hier bei GoToWebinar noch drauf. Michael Long und der Martin, heute mal kein Long. Martin, was da los? Der Martin ist eigentlich immer Long. Warte auf Rücksetzer. Diesen Tag schreibe ich mir auf. Ja, das hier, neuer Kalender muss an Start. Martin ist nicht Long. Okay, ich meine, warum? Also, Long, ich meine, wir sind halt übergeordnet natürlich immer noch im Aufwärtstrend. Das darf man halt nicht, ganz klar nicht außer Acht lassen. Ne? Wir haben halt nur eben durch das, was wir jetzt da oben haben, das Potenzial, das Ding hier auch mal wirklich fett umzudrehen. Ne? Deswegen, also ich bin da auch noch so ein bisschen verhalten, was ich da jetzt irgendwie machen soll. Long oder Short? Ne? Also man sieht, wir haben halt hier unten Käufer. Also ich würde schon gern versuchen, in irgendeiner Form relativ schnell da reinzukommen, aber ich glaube zuerst mal halt irgendwie dann doch als Scalp in Richtung, und die muss halt eben auch nicht irgendwie so die große Reise antreten. Wenn ich das hier jetzt aber zum Beispiel mal sehe im M5, ne, dieses Framing nach unten, das wartet ja förmlich drauf, irgendwie zerlegt zu werden. Also das ist so strukturiert und so sauber nach unten, dass das eigentlich auch schon wieder nach Long schreien würde. Ne? Aber es wird nicht einfach, fürchte ich. Also 160. Als Beispiel, man kann ja mal irgendwie klein anfangen. Ja, 160 zum Beispiel wäre hier unten dieses Level, was die Extension ist, die ich ja gerade beschrieben habe. Die andere Frage ist natürlich auch, ne, oder die andere Betrachtungsweise wäre natürlich dann die halt eben zu sagen, hey, wir haben hier im Kassamarkt, kommen wir mit einem Monster Gap da in den Markt. Ne? Das wird den Markt nicht unbedingt motivieren, großartig nach oben zu laufen. Ne? Also nicht irgendwie direkt, wäre halt mal so meine Vermutung, weil eigentlich ist es ja schon so, dass der Markt dann halt erstmal eins auf den Deckel kriegt und dann erstmal dem Impuls dann auch vom Gap folgt. Also Gap im Kassamarkt, ne? Wohlgemerkt, klar. Nicht jetzt irgendwie hier im Future-Markt, sondern im Kassamarkt. Ne? Und man sieht es ja auch hier, so jeder Versuch wird gerade irgendwie erlegt, ne? Auf Anhieb. Schwierig. Also jetzt hier direkt um 15:30 was Passendes zu finden, vielleicht mal eine Etage höher ansetzen. Hier M15, da haben wir ja auch das Framing nach unten gedreht. Und da wäre zum Beispiel hier oben, kann man wahrscheinlich auch nicht erkennen, zu klein, 39.283 wäre die Framing-Ausdehnung nach oben. Also das heißt, wenn er halt hier irgendwie versucht, long raufzulaufen, wäre das wahrscheinlich der erste Punkt, wo es dann halt irgendwie schwierig werden dürfte. Der erste kurzfristige. So, jetzt nochmal halt hier an dem Low, was ich hier gesagt habe, das war die 300, was war das nochmal? 277. Ja, ne? Das wäre genau da, also das letzte Low. Das heißt, ich würde mich jetzt erstmal versuchen, da oben auf der Short-Seite mal hinzustellen und nicht irgendwie hier direkt Long dagegen zu halten. Also hier oben ist ja auch eben dieses Tief, was ich vorhin im H1 beschrieben habe. Und das werden wir schon nochmal sehen, ob wir das jetzt direkt sehen. 15:30 steht auf dem anderen Blatt, aber das sehen wir recht sicher, recht bald nochmal. Ne? Aber sollte jetzt auf die Idee kommen, irgendwie darauf zu spritzen, würde ich da oben jetzt erstmal dagegen halten. So, wir haben 15:30, mal gucken, was der Markt macht. Ne, weil das halt eben das Tief ist, was verkauft wurde. Und ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie alle schon nach Hause gegangen sind. Deswegen, und passt eben hier, wie ich ja gerade beschrieben habe, auch zum Framing im M15. Mal gucken, ob das gelingt.
Ja, ist auf jeden Fall nicht so ohne, ne, in so einen Markt halt irgendwie reinzukommen. So, und auf der anderen Seite macht er jetzt hier irgendwie gar nichts, ne, also gar keine Gegenbewegung und läuft dann nach unten. Dann würde ich tatsächlich versuchen, da unten die grüne Zone da halt irgendwo long zu erwischen. Und ob das dann halt einfacher gelingt, müssen wir sehen, ne? Aber hier kommt gerade nicht so erstmal in den ersten Sekunden oder in der ersten Minute noch nicht viel nach oben, aber wir warten mal eine Sekunde. Ich muss ja hier nicht irgendwie auf den ersten Tick drin sein, vor allen Dingen, wenn das Bild halt nicht klar ist, ne? So, gucken wir hier drüber. Short bis 39.090. Ja, ne? Das ist ja ungefähr da, was ich ja auch eben beschrieben habe. 38.950 ist die Märzeröffnung. Ja, das ist mir so erstmal für den ersten Anlauf ein bisschen tief. Ne, weil das wären ja nochmal irgendwie 200 Punkte jetzt runter. Also kann natürlich sein, ne, dass wir jetzt hier irgendwie nur so ein paar Gegenbewegungen kriegen und sonst halt nicht viel. Aber es gibt ja halt immer, wie bei allem, ne, Gründe für beide Richtungen. Das ist ja vollkommen klar, ne? Von daher ist natürlich auch beides legitim. Klar, wir sind übergeordnet long. Das heißt, auch die Händler jetzt halt mit dem größeren Budget, die sagen ja auch, okay, ist ja gerade billig, komm, da schlagen wir halt nochmal zu. Und es ist ja auch genauso legitim, den Ansatz zu verfolgen, ne? Auch wenn man natürlich nicht wissen kann im Vorfeld, ob der halt aufgeht oder nicht, ne? Und nur weil wir jetzt halt hier irgendwie schon so weit gefallen sind, heißt das nicht, dass wir das auch weiter tun. Hier unten ist der Daily. Ich hebe den mal ein bisschen hoch, damit ich da halt nicht mit meiner Hirse das Bild verdecke. So, und da sehen wir es jetzt halt auch, ne? Da wäre jetzt halt hier SMA 20 Daily, wäre für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, naja, so wie Butter wird der da nicht durchgehen, ja. Und passt aber halt eben auch zur Extension, die ich ja auch gerade hier im H1 gezeigt habe. Ne? Da laufen wir jetzt rein. Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt den allerersten kriegen, ne? Sondern wird dann halt schon gucken, dass da halt so ein größerer Stich dann halt in irgendeiner Form da halt reinkommt und den möglichst natürlich auch tief anpacken, so tief es geht. Ne? Da stechen wir jetzt auch gerade rein. Ne? Das heißt, hier kann jetzt schon noch einer kommen, können auch zwei kommen. Natürlich kann der auch durchgehen. Und das ist ja halt auch, deswegen versuche ich da auch jetzt irgendwie nicht zu früh da halt irgendwo dagegen zu halten. Ne? Könnte man jetzt sagen, auf der anderen Seite, den Short hätte man ja auch mitnehmen können. Ja, ne, war mir aber ein bisschen knapp hier, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen knapp. Hier oben M5, ich würde sagen, ich lasse mal irgendwie ein paar Minuten vergehen. Das sieht noch nicht so fertig aus hier. Das drückt erstmal noch. So, gucke hier mal die Kommentare. Habe eine Tages-Popgarten, der DAX Mist. Ja, DAX. Nee, nee, nicht DAX, ne? Kriege ich hier nicht irgendwie gleichzeitig hin. Ne, auch wenn man jetzt hier irgendwie long gegangen ist, man sieht, das ist, ja, da fehlt noch schon so ein bisschen der Bums, ne? Also ich muss auch nicht den tiefsten Punkt erwischen, sondern ich versuche natürlich was zu erwischen, wo ich halt irgendwie so ein bisschen mehr Gefühl von Sicherheit dann auch habe. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, ja, wohin laufen wir denn, ne? Aber das kann man sich ja dann angucken, wenn das Ding drin ist. Aber generell, das hier, ne, das sieht schon im M5, wie gesagt, das sieht eigentlich so aus, als wartet es nur drauf, irgendwie zerlegt zu werden, die Struktur. Dafür ist die halt viel zu sortiert, ne? Das ist schon halt sehr squeezig nach unten im M5. So, also die Reaktionen sind da, ne, hier. Da wo es grün ist. Das ist ja auch erstmal dann gut und richtig, vor allen Dingen, wenn ich dann sehe, ey, ich habe hier ein grünes Feld und dass es da irgendwie Sinn macht zu kaufen, sehen wohl auch andere und das ist ja dann schon mal generell nicht ganz falsch. Ne? Heißt aber natürlich jetzt nicht, dass es bedingungslos da halt auch hält und der Markt hier komplett nach oben dreht. Das heißt es natürlich nicht, kann es aber natürlich bedeuten. Ne? Aber noch ist es mir immer noch echt viel zu wenig, ne, was ich hier sehe. Auch vom Volumen her, ich hoffe, ich habe diesmal da alles richtig eingestellt, aber das sieht schon noch so ein bisschen dünn hier unten aus. Mal gucken, ob das alles stimmt hier. Ich weiß nicht, ob ich wieder was vergessen habe, das kriege ich ja auch schon mal ganz gerne hin. Ne, ist alles da. M24, ne, oder? Ist der aktuelle Kontrakt oder habe ich gerade einen Denkfehler? Nein, hast du nicht. Nelson? Ja, ich habe mit dir gesprochen. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich ja.
Nee, nee, ist richtig. M24 ist richtig, okay. Ja, weil ich wundere mich nur gerade, dass hier unten, dass sich da noch nicht so viel tut. Klar, ich meine, der Markt hat es ja erst aufgemacht, aber eigentlich nimmt das Volumen ja schon eher schlagartig zu, wenn halt eben die Kasse aufmacht. Aber bis jetzt passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Okay, ich gehe mal auf den M1. So, die ersten 5 Minuten sind um. Noch kein Trade. Aber so ist das ja halt auch, ne? Mit der Geduld muss man ja irgendwie auch leider manchmal besser drauf haben als alles andere. Und deswegen hier mal noch einen Moment warten. Also, ich würde das auch, ne? Gut, wir haben hier so, da kommt so ein bisschen Volumen zustande. Man sieht es hier, ne? Das wird aber jetzt auch hier in dem nur jede Minute aktualisiert. Man sieht aber hier schon so ein bisschen Ausprägung jetzt in dem Segment. Hier weniger, da oben wieder viel. Klar, da war die Eröffnung. Hier ist jetzt der Support. Aber es ist noch nicht deutlich alles, ne? Das ist noch nicht deutlich. Und hier zumindest wir haben wieder irgendwie Fliegeralarm am Start. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Und hier halt auch SMA 20 Daily, den will ich schon einmal sauber angestochen sehen, bevor ich da halt mich traue, dagegen zu halten. Zu deinem So. SMA war auch eine Frage in GoToWebinar. Schau mal bitte. Ja, SMA 20, genau, ist das. So, und eigentlich wäre halt hier schon gut, wenn wir einmal so einen fetten Abschlussstich da halt in irgendeiner Form hinlegen. Hört ihr das auch noch nicht da? Und dann müssen natürlich die Käufer folgen, das ist halt auch klar, ne? Weil ansonsten ist es hier so ein blindes Dagegenhalten. Deswegen, ich ziehe mal hier noch ein bisschen runter, die Order. Die Frage war nicht, welche Einstellung du hast, sondern in welchen Zeiteinheiten du ihn betrachtest. Nur in H1 oder Daily und so weiter. Okay. In allen tatsächlich, ne? Oh, hoffe ich war der nicht zu so früh. Moment, ich warte noch einen Moment. Ich traue dem Braten hier noch nicht. Ich traue dem noch nicht. So ein bisschen mehr muss man halt schon sehen. Sonst ist es ja eher so, ich rate. Ne? Ich will hier nicht raten. Ich will nicht raten, wo der dreht. Wenn er überhaupt dreht. Ne? Es kann auch genauso gut sein, dass ich hier alles einfach jetzt nach unten durchbohrt. Also, das will ich ja nicht ausschließen. Aber so typisch wäre halt eigentlich schon so ein Abschlussimpuls nach unten. Ne? Einmal so richtig schnell irgendwie halt da rein. Deswegen lasse ich die auch hier unten drunter mal liegen, weil falls wir so einen Spike da halt in irgendeiner Form hinkriegen, und dann würde ich den natürlich auch schon ganz gerne da fangen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn man jetzt hier mal guckt, ey, das ist schon, die Vola ist nicht so ohne, ne? Ist schon irgendwie 100 Punkte in irgendwie 8 Minuten nach unten gedrückt, das ist schon echt, ne? Das täuscht immer so ein bisschen, wenn man wenn man den Chart so gerafft hat, ne? Das täuscht immer schnell. Mal gucken, irgendwas werden wir hier schon gefangen kriegen. So, wir sollen Sie meinen, das mit Bitcoin wieder. Bitcoin, ich murmel hier die Kommentare so vor mich hin. Einfach Short, egal, aber jetzt halt eventuell spät. Ja, ne, einfach klar, ne? Impuls kann man schon machen, habe ich ja gesagt. Es kann schon gut sein, dass halt hier wegen dem Gap im Kassa, dass der halt schon erstmal eins auf die Nuss kriegt. Ne? Deswegen, ich wollte mich ja auch da oben irgendwo einshorten, aber mir war das halt hier oben nur einfach zu knapp. Ne? Da halt irgendwie einfach reinspringen, finde ich dann meistens irgendwie nicht so gut. So, kriegen wir jetzt hier so ein bisschen was oder? 15:39, die ersten 5 Minuten sind um. M15 wird sich gleich aufbauen. Mal gucken, ob das Framing im M1 reicht. Ne? Ich traue mich hier auch nicht irgendwie groß reinzugehen. So wirklich. Ja, weil erstmal, also hier halt auch. Ne? Das sieht man übrigens auch immer ganz deutlich. Ne? So dieses Ding Wirkungsumkehr, auch im kleinsten Timeframe. Ne? Ich warte mal noch eine Sekunde. Im kleinsten Timeframe halt auch. Ne? Das heißt, also hier war Widerstand, hier war Support vorher. Ne? Und selbst macht er im 1, macht er jetzt da erstmal einen Widerstand raus. Deswegen mal abwarten. Deswegen springe ich auch jetzt hier immer noch nicht sofort rein.
Nur weil wir jetzt halt hier das Framing umgedreht haben, das müsste schon ein bisschen deutlicher gehen. Man könnte jetzt hier natürlich sagen, okay, ich setze da mal ganz knapp an, ne, und gehe da mal irgendwie mit 10, 15 Punkten, halte ich da unten mal kurz dagegen, ne, versuche mich hier im Framing vom M1 zu orientieren, aber das ist schon noch gewagt. Ich meine, man kann ja, wie ich ja halt auch immer sage, wenn ich jetzt als Beispiel, angenommen, ich habe jetzt hier irgendwie eine maximale Positionsgröße von 10, die kann man natürlich auch skalieren oder man muss ja auch irgendwie dann nicht irgendwie komplett da reingehen, sondern kann sich natürlich auch versuchen, das zusammenzubauen. Aber man sieht hier zumindest, M1 wird erstmal verteidigt, ne? So, und könnte natürlich dann bedeuten, dass im zweiten Anlauf jetzt dann da oben erstmal drüber geht, ein Stück rückwärts läuft. Ne? Weil wenn hier nochmal eine Attacke startet auf den Widerstand, während das Framing hier jetzt einmal schon verteidigt wurde, könnte sein, dass das ein paar Punkte jetzt bringt. Aber ich würde es halt auch nicht unbedingt, ich würde mich da, glaube ich, eher lieber ausstoppen lassen, falls es nicht gelingt. Aber ich sehe momentan hier zumindest auf dem Level trotzdem jetzt langsam mehr Potenzial nach oben als nach unten. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass wir noch nicht so einen typischen Spike nach unten hatten, ne? So ein Abschluss quasi. Der fehlt mir hier schon noch so ein bisschen. Deswegen bin ich da auch noch immer noch zurückhaltend. Und nicht hier irgendwie bedingungslos auf dem Käufertrip, ne? Aber SMA 20 haben wir, hier unten die grüne Zone haben wir. Das Framing hält jetzt erstmal. Und mal gucken. Aber eventuell, wie gesagt, ist es zu früh, ne? Aber hier eine Drittelposition, irgendwie mit 30 Punkten. Ich glaube, das kann man erstmal verschmerzen. So, und jetzt wird sich halt zeigen, kann er das Ding jetzt hier nach oben auflösen? Oder sind wir hier unten weg? Ne? Aber wie gesagt, ich würde den, glaube ich, dann auch lassen und nicht irgendwie nach unten irgendwie verlängern, solange ich nach oben noch nicht genug gesehen habe. Mal sehen, bei der Vola sind das natürlich auch direkt dann andere Beträge, nicht dann irgendwie einstellig, sondern natürlich dann direkt auch schon ein bisschen deutlicher, ne? Also nicht nachmachen, einfach so, ja. Außer ihr habt irgendwie selber euren eigenen Ansatz, der sagt, ja, das passt schon. Dann natürlich, ansonsten bitte nicht einfach kopieren, ja. So, aber das sieht irgendwie so aus, ne? Zweiter Anlauf nicht gepackt. Okay, lassen wir erstmal, trotzdem lege ich den da oben wieder hin. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir dann jetzt aber den Spike. War ja halt eben auch von der Extension, waren es ja, glaube ich, auch die 080, 090, ne? Die ja dann eben auch im Raum standen. Von daher wird das hier tatsächlich dann auch passen, ne? Hier muss man jetzt nur aufpassen, dass er nicht genau das Hoch da irgendwie nimmt und dann doch wieder runterfällt. Aber mal gucken, kann man, glaube ich, trotzdem schon so erstmal machen. Ne, ist natürlich netter, wenn es halt irgendwie direkt aufgeht, aber hey, wir halten hier gegen den Imp oder ich halte hier gegen den Impuls und dann muss ich nicht irgendwie dann blind nach unten skalieren, weil das hat dann so ein bisschen was mit Rechthaberei zu tun. Von daher finde ich das nicht gut, ne? Also wenn man halt irgendwie einen Plan hat und irgendwie weiß, okay, das und das und hier macht Sinn und irgendwie sehr hohe Chancen, dann ja, da bin ich ja auch immer ein Freund davon, ne? Aber hier ist es, hat so was mit, wenn man das jetzt hier einfach so gnadenlos irgendwie dagegen hält und irgendwie, das hat so was mit Unbelehrbarkeit zu tun, finde ich persönlich, ne? Auch wenn es natürlich sein kann, dass ich jetzt hier recht habe, aber ich weiß es halt noch nicht. Ne? Und deswegen sage ich dann eher, gut, ich muss noch nicht recht haben. Ne? Oder was heißt, ich muss generell nicht recht haben, sondern nur erkennen, was ich tue und hoffe, mich dabei nicht allzu blöd anzustellen. So, 33, hier unten kein neues Tief. Aber haben wir auch schon gehabt, ne? Auch im Live-Trading. Irgendwie zweimal daneben gegangen, dreimal in der vierte hat es dann gemacht. Ist halt so, ne? Aber ich finde es dann immer noch besser. Und ich glaube, der Andreas, das ist vor allen Dingen so, Andreas Bernstein, ist auch so sein Ding, der sagt dann auch immer, ich lasse mich lieber irgendwie zwei, dreimal ausstoppen, gehe dann immer wieder rein, als irgendwie auszuhalten, ne? Wenn ich halt, oder bedingungslos gegen mich laufen zu lassen und zu verbilligen und zu vergrößern und weil das meistens teurer ist. So, die ersten 15 Minuten sind also um.
Hier, auch hier zeigt das Frame noch nach unten. So, mal gucken, wenn wir jetzt hier dann irgendwas Vernünftiges finden würden. 0 ist eigentlich schon zu tief, ne? 0,60, wenn man hier die Extension mal weiter nach unten denkt. Schon hart. Das wäre schon ein bisschen too much, ne? 0,74, sehr oft sehr markant gehandelt, auch. 7,4. Ja, was fehlt so? Die Deutlichkeit, also die Deutlichkeit von den Verkäufern ist gerade da, ne? Aber die Deutlichkeit so des Verkaufens, des Kaufens, ne? Die ist hier einfach nicht gegeben, ne? Also, dass da halt jetzt wirklich schon ein Level erreicht ist, wo halt dann auch groß zugeschlagen wird, das erkennt man halt einfach noch nicht, ne? Was? Gib Gas, Dirk, ich beobachte dich, oder gib Acht. Ah, nee, gib Gas, Dirk, ich beobachte dich, sagt der Andreas Bernstein. Werden wir bei dir auch live übertragen auf Twitch? Andreas? Ja, immer so ein bisschen Delay, immer wenn ich eine Frage stelle, dauert es immer einen Moment. Aber viel sollte es eigentlich nicht sein, so ein paar Sekunden. Ja, das ist dann natürlich, also naja, okay. Was soll ich da jetzt sagen? Also nach wie vor gilt, mir war diese Gegenbewegung da oben zu kurz, um da Short reinzugehen. Dafür habe ich das zu oft andersrum gesehen. So, aber die 7,4, die würde ich mir tatsächlich blind schnappen. Also wenn er die jetzt irgendwie halt anläuft, hier mit bisschen Speed und versucht da unten reinzustechen, dann schnappe ich mir die erstmal blind hier mit einer Limit-Pullback-Order. Und die ist. Gucken, ob die auch richtig eingestellt ist. 5 Punkte, ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Ne? 4 Punkte Limit Pullback. 7,4. Mal gucken, das sollte eigentlich gelingen. Was? Dirk, hast du die Stühle vorgestellt? Ja, natürlich habe ich die Stühle vorgestellt. Das war letzte Nacht in meinem Livestream das Thema Sommerzeitumstellung, weil man sich irgendwie nie merken kann, wie es geht. Und ja, ich habe mir das immer so gemerkt. Deswegen kommt hier gerade der Karlauer rein. Was? Oh, tu es nicht. Doch, lass mich das mal machen, Alex. Der Karlauer rein, dass ich halt, ob ich die Stühle vorgestellt habe. Ich habe gesagt, ich merke mir das immer so mit der Zeitumstellung. Im Sommer stellt man die Stühle nach vorne. Also, ne? Nach vorne auf die Terrasse. Und genauso geht es dann halt eben mit der Uhr. So, jetzt aber, jetzt lässt mich aber hier nicht mit der 74 auch noch verhungern. Ja, das ist so ein bisschen tricky hier, ne? Weil das ist immer, wenn der Markt zu weit gelaufen ist, also mit zu weiten Anführungszeichen, dann ist es halt schwierig, in die eigentliche Richtung oder in die Impulsrichtung reinzukommen. Und dann halt den Punkt da zu finden. So, hier mal kurz rumfummeln an der Seite. Ne, hangelt sich aber jetzt hier erstmal immer noch im M1-Framing nach unten. So, ist bis jetzt ganz schön langweilig, ne? So irgendwie ein Trade oder ein Versuch, ein erster, der noch nicht funktioniert hat, und auf den großen warten wir hier irgendwie noch, ne? Was? Meine Terrasse ist hinten, muss deine Eselsbrücke ganz schnell vergessen. Was? Meine Terrasse ist hinten, muss deine Eselsbrücke ganz schnell vergessen. Doch, du stellst doch hinten nach vorne. Passt schon noch. Jetzt wird's So, komm, kompliziert. hol mich ab da unten. Nelson, hast du was gesagt? Ich meinte nur, jetzt wird's kompliziert. Ja, das Leben ist halt nicht so einfach. Also. Das stimmt. Ja, ist auch ziemlich platt, aber okay. Gut, also zumindest war schon mal gut, hier nicht blind dagegen zu halten in der grünen Zone. Ne? Es ist ja auch irgendwie gut zu sehen, was man halt irgendwie dann doch nicht ganz falsch gemacht hat. Ne? Oder guck sich das mal an, das ist schon arg. Ne? Aber ich denke schon, dass wir jetzt hier eine Reaktion sehen werden bei der 74. Das sollte jetzt eigentlich schon kommen. Dafür geht das alles ein bisschen zu geradlinig hier gerade.
zusortiert, als dass da halt irgendwie gar nichts kommt. Wenn doch, ne, werden wir sehen. Also die würde ich sogar ein kleines bisschen nach unten verlängern, weil wir hier halt dann eben auch so ein Spike-Low haben. Wobei das schon ziemlich tief ist. Bei 39.000 wäre das fast schon gut. Halte ich ein bisschen für too much. Also das heißt, das wäre dann sogar hier. Ne? Also ich lasse den mal kurz da liegen, aber werde den, glaube ich, nicht so lange aushalten. Ne? Sondern hier auch lieber nochmal sagen, ja, doch nicht. Ne? Und dann lieber nochmal eine Etage tiefer dann halt zum dritten Mal dann halt eben ansetzen. Bin gespannt, aber das ist echt, ne? Das ist Druck drauf. Und bin gespannt, wo die Käufer mal aktiv werden. Das kann allzu lange eigentlich nicht mehr dauern. Finde ich so ein bisschen merkwürdig, wenn das jetzt hier auch immer noch nichts irgendwie kommt. Weil dann müsste man ja schon viel, viel tiefer ansetzen. Dann wären wir schon fast wieder bei der 930, die ja auch nur noch jetzt hier 130 Punkte entfernt sind. Und von daher. Aber es ist natürlich auch, ne, man kennt es ja, ne, nicht ins fallende Messer greifen. Ne, aber ich versuche das ja halt, also auch wenn es jetzt erstmal so aussieht, aber ich greife nicht einfach irgendwo rein, sondern okay, von mir aus kann man es auch so interpretieren. Ne, aber halt, sondern ich versuche hier herauszufinden, wo halt eben die Gegenwehr kommt und die hat eigentlich Potenzial, ein bisschen weiter zu laufen, aber irgendwann muss es natürlich auch machen, sonst wird es eng. Ja. Also hier der H1, das sieht schon ganz schön mies aus. Wenn der so schließen würde, irgendwie um 16 Uhr, dann ja, das wäre schon ein bisschen ungeil, ne? Aber drückt scheinbar. Also das hier war jetzt noch die Extension, wo ich gemeint habe, ist eigentlich ein bisschen tief, die halte ich aber jetzt mal aus. Ja, und eventuell auch tatsächlich. Nochmal kurz dagegen. Ja, okay. Dann haben wir zumindest so ein bisschen Reaktion jetzt gerade erstmal gesehen. Aber trotzdem ist es natürlich schon recht gewagt, ne? Weil ich jetzt natürlich hier tatsächlich ja versuche, irgendwie den tiefsten Punkt zu erwischen. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber. Wenn es sich anbietet, ja. Ne? Aber es muss natürlich auch jetzt einmal nach oben durchziehen. Es muss ja nicht ewig weit laufen, aber zumindest an einem Punkt, wo es dann halt wieder berechtigterweise eng für in die andere Richtung wird. Schauen wir mal. Ne? Also das heißt zumindest jetzt hier schon mal, das hat man ja vorhin gesehen, schnelle Bewegung nach unten, schnell wieder gekauft. So ein Spike, auch wenn es jetzt hier nur der M1 ist, die hier relativ lang mit Druck nach unten, der könnte jetzt zumindest schon mal wieder rauflaufen bis an die 39.100. Und damit natürlich auch gerne zurück bis hier an den SMA 20 im Daily, also da, womit wir dann nochmal halt eben bei der 130 etwa in dem Bereich dann halt werden. Und dann müssen wir halt mal sehen, wie das ganze Ding dann halt weitergeht. Ne? Aber erstmal hier ist es jetzt, glaube ich, auch berechtigt, mal ganz kurz nichts zu unternehmen. Gut, so ein bisschen mehr ist schon da. Jetzt einmal bitte nach oben durch. Ne, hier auf den Anfang von dieser Abwärtsbewegung. Okay, kommt schon mal so ein bisschen mehr. Na, geht da oben raus. Yes. So, den unteren weg. Das sieht doch schon mal ganz gut aus jetzt erstmal. So, und dann halt hier SMA 20. Mal gucken, ob das jetzt so gelingt. Na, hier in dem Bereich 130, 140. Na. Und bis dorthin könnte das jetzt hier eigentlich schon mal versuchen, eine Runde dagegen zu stellen. So, H1 auch nochmal. Nicht vergessen. So, könnte man jetzt natürlich sagen, ja, geh du erstmal raus, hast du erstmal Plus. Ne? Also insgesamt wäre jetzt die Live-Trading-Session jetzt erstmal ein Plus. Aber ich will ja halt hier schon versuchen, hoffe, es ist kein Fehler, aber halt hier so ein bisschen mehr mitzukriegen. Ne? Im M5 haben wir jetzt auch erstmal einen netten Spike da stehen. Der sagt noch nicht viel aus, das ist halt auch klar. Ne?
Aber auch hier würde ich mal versuchen, ob wir hier die nächste Station kriegen, dann halt eben die 130. Ne? Das wäre dann hier oben etwa in dem Bereich. Da will ich dann erstmal den Trail anwerfen. Dort würde ich dann auch erstmal sagen, gut, geh mal raus. Machen wir hier die Distanz ein bisschen größer, wenn er das jetzt eben so macht. Ne? Abgesichert ist er ja. Habe ich das gemacht oder weiß ich jetzt gar nicht mehr? Oder war das die Automatik? Habe ich jetzt gar nicht mehr wirklich in Erinnerung. So, komm, ein bisschen was schaffst du hier noch, Kollege. Und dann möglichst auch hier, na, das wäre dann wieder der Anfang von dieser Zone da unten, ne, also von dieser eigentlichen Support-Zone und eben, wie gesagt, SMA 20 im Daily. Na, wer hat eben auch da oben? Also erstmal, na, aber hier haben wir das wieder, ne? Seht ihr das? Da Support und irgendwie läuft dagegen, prompt wird es schon wieder zum Widerstand. So, das heißt also auch nicht irgendwie hier bedingungslos aussitzen, ne? Muss man nicht machen. So, ich nehme einen Teil wieder raus, lasse noch einen kleinen Teil drin, ne? Weil jetzt hier auch versucht, das Framing wieder zu kippen. Aber generell, hey, das Ding ist ein Plus, ne? Vielleicht kann man die auch nochmal irgendwo reingeben. Müssen wir gleich mal gucken. Könnte schon sein, ne? Wenn das jetzt hier dieses umgedrehte Framing, zwar nur M1, ist schon klar, aber irgendwo muss man ja anfangen, wenn er das halt irgendwie hält. Ne? Also jetzt hier nochmal ins Framing zurückziehen sollte, in 5 Sekunden, 3, 2, das wird nichts mehr. Ne? Spätestens hier wäre jetzt dann auch die Stelle gewesen, wo ich gesagt habe, ey komm, geh da mal raus da. So, aber jetzt kann man natürlich hingehen und kann dann sagen, hey, dann stopp, jetzt kann ich ihn wegziehen, ja, weil mein Break-Even, der hängt jetzt irgendwo ganz da unten, ja. Da brennt nichts mehr an. Also das heißt, da kann ich auch sagen, ey, sicher das Ding Break-Even ab und guck heute Abend nochmal drauf. Gut, mache ich jetzt zwar nicht, ne, aber hier auf jeden Fall unter das Low gar kein Thema. Also, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich vergrößere ja nicht mein Risiko, sondern ich habe mein Risiko ja längst raus. Aus dem Trade hier. Aber so ein bisschen deutlicher würde ich schon noch gerne sehen. Ich würde ihn auch noch mal reingeben. Also wenn er halt hier mir zeigt, das macht Sinn, da halt noch mal long zu gehen. So, was haben wir irgendwie hier, Thorsten? Ich gucke mal gerade die Kommentare. Die Position ist ja jetzt erstmal klein. Da muss ich jetzt, die braucht jetzt gerade nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. 16 Uhr kommen noch Jolz-Daten. Okay. Der Dirk hat so ein großes Anwesen, der hat in jede Himmelsrichtung eine Terrasse. Stimmt sogar. Fast. Also wir haben zumindest eine irgendwie nach Süden, nach Norden und ob man das auf der anderen Seite als Terrasse werten kann, weiß ich gar nicht. Aber ja, und ich gucke nach Norden. Hier. Norden, ne? Also Norden wie Bullish. Er hat auch tick genau auf der M15 Extension aufgesetzt, ja, ne? Das war halt das hier, ne? Also es muss natürlich schon so ein bisschen zu anderen Sachen dann immer passen, aber M15 habe ich ja, weiß man ja halt doch immer irgendwie ein bisschen deutlicher im Auge. Und oder was heißt ich, ja? Ich bin der Überzeugung, dass da halt eben die mittleren Squeezes da halt eben laufen und das halt schon eine Struktur ist, die gerne auch sauber gehandelt wird. Ne? Und deswegen habe ich das natürlich im Auge. M5 würde ich mir jetzt da keine Gedanken drüber machen, wo die Extension ist. Ne? Was mich natürlich hier so ein bisschen beunruhigt, ganz klar, guckt euch mal den H1 an, ne? So von wegen Extension im Framing. Alter Schwede, ne? Also die war bei 180 und wir stehen bei ne, 100 Punkte tiefer. Das ist natürlich auch schon arg. Ne? So, jetzt den kriege ich wahrscheinlich nicht mehr gefangen. Ne? Ist jetzt ein bisschen zu knapp, aber okay, das macht nichts. Daher würde ich den aber hier umgekehrt dann einfach so weit es geht nach oben dann halt mitziehen. Aber ich glaube, das ist auch nicht falsch, das so anzusetzen. Ne? Also irgendwie erstmal generell mit überschaubarem Risiko, gerne auch, wie ich es hier gemacht habe, an der richtigen Stelle skalieren, aber eben halt auch Risiko raus. Ne? Also wenn man sich hier gegen so einen kräftigen Impuls stellt, dann muss man irgendwie nicht den Helden spielen, glaube ich. Ja, und insgesamt, das Ding hier geht ja auf. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben noch News, wurde gerade gesagt, aber das scheint überschaubar zu sein. Ne? Hier vom Orderbuch her ausgehend ist das, glaube ich, irgendwie nicht so wahnsinnig, irgendwie drückt nicht so sehr. Ne?
So, mal gucken, ob wir hier unten jetzt noch einmal reinkommen, ob wir dann vielleicht noch irgendwie den Abschluss quasi von der Gegenbewegung da halt in irgendeiner Form hinkriegen. Und das fände ich natürlich schon recht nett, ne? Also hier haben wir jetzt erstmal diesen typischen Nachlaufimpuls. Wir haben eine lange rote Kerze, also darf der Markt natürlich nach unten drücken, ist ja gar keine Frage. Soll er auch so tun. Ja, und dann wird man jetzt hier einfach nochmal als Beispiel irgendwo in der Nähe von dem letzten Low irgendwie reingehen oder versucht halt hier die Struktur ein bisschen früher halt zu lesen. Du nicht. So, einen nochmal rein erstmal. Und der war ein bisschen spät, da war ich ein bisschen langsam hier am Klicken. Aber hier nochmal ein bisschen was rein in das Ding. Aber auch nicht alles, ne? Also hier wird erstmal wird es hier verteidigt und gucken, wenn wir jetzt einmal da oben Attacke starten, eben halt hier in, das wäre jetzt einfach nur der nächstgrößere Timeframe, halt hier um das Framing drehen zu wollen. Und wir hängen immer noch unterm SMA 20, von daher auch noch ein guter Grund, warum der erstmal nochmal zurücklaufen sollte, dürfte. Und nicht erst da unten nochmal die Lows abholen, aber. Viel, viel besser als gut wäre natürlich, wenn meine Vermutungen sich dann auch jetzt gleich mal in irgendeiner Form hier bestätigen. Ne? Ja, Position ist überschaubar, es ist nicht jetzt unbedingt da so eine All-In oder halt eine normale Positionierung, aber wie gesagt, ne, gegen den Impuls darf man sich zurückhalten. Das ist mehr als nur ein bisschen gerechtfertigt. So, also die 5 Minuten machen wir noch irgendwie voll, ärgstenfalls noch den ersten 15 Minuten Impuls. Und dann gucken wir uns mal an, was das Ganze dann halt weiter heute noch werden könnte. Na komm. Einmal da oben raus. Ja, also hier geht es jetzt nur darum, also ich würde den Versuch gerne mithandeln, den Versuch, das zu drehen, ja. Und deswegen setze ich da auch gerade mal nicht zu hoch an und nicht zu überzeugt, ne, weil er muss das ja nicht hinkriegen, er kann es aber halt hinkriegen. So, jetzt hier einmal durch, aber ich glaube, da oben haben wir schon so einen Punkt, der relativ gut und genau reagieren könnte. Ja, schauen wir mal. Bisschen Geduld habe ich hier jetzt noch. Ja, okay, da springt der Trail an. Mal gucken. Wenn er jetzt halt irgendwie zu schnell versucht, wird es sowieso nicht klappen, aber vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte hier oben drauf. Okay, sind raus. Gut, ne? Hat aber doch gepasst, würde ich sagen. Das war doch alles in allem soweit. Dann ganz okay. Ne? Der erste halt so ein bisschen daneben, ne? Ein bisschen zu früh da drin, aber der hier war doch jetzt. War doch nett, ne? Also hier 70 Punkte. Ja, ich finde aber trotzdem den ersten, das war schon, passt schon. So, und klar, man hätte jetzt natürlich auch sagen können, hey, ich ziehe jetzt erstmal den Stop da unten hinterher, ne? Ja, kann man auch machen. Die Frage ist ja immer, wo setzt oder wo will man denn hin, ne? Also klar, so ein Ding, der hier vom SMA 20 kommt, eben, da darf man auch irgendwie mal sagen, ey, ich halte mal die Füße still bis irgendwie morgen Abend, ne? Weil das ist hier daily, was wir hier handeln. Ne? Und ich versuche ja nur, hier im kleinen Timeframe zu erkennen, wann es denn da halt eben losgeht. Ne? Und die ganz große Kunst würde natürlich dann eben auch drin bestehen, so irgendwie ganz unten anzusetzen und dann im Scalping den Entry zu finden und dann halt im Daily da halt das Ding rauszukriegen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, man sitzt da auch bis heute Abend davor am Stück, ne? Muss nicht sein. Gut, okay. Ja, also ich fand es jetzt eigentlich soweit ganz okay und würde jetzt hier auch das Live-Trading auch jetzt erstmal abschließen. Ne? Also wer jetzt noch hier drin ist, oder schreibt doch mal, wer war long mit dabei? Könnt ihr ja mal reinschreiben und wer ist noch drin? Also schreibt mal irgendwie long dabei, long noch drin. Oder hat eben nicht dabei, nichts drin, dann gehe ich da auch drauf ein, natürlich. Ja, dabei, dabei, ja, gut. Also die Frage wäre nämlich ja dann halt logischerweise, wo will man denn mit dem Trade dann hin? Ja,
27 Punkte. Andreas Long, Viktor, Alex, Ansgar, Gringo, Stefan. Manuel hat Angst. Alex, jetzt wieder Long. Ja, raus. Ja, dabei. Klaus, Long drin. Gut, ja, cool. Ist doch schön soweit, ne? Also wie gesagt, der erste, sorry, aber das muss dann halt eben, gehört ja halt dazu, ne? Aber guckt euch das jetzt wirklich auch mal von dem Aspekt an, ne? Ganz kurz, wirklich mal. Ich bin ja dann hier auch rausgegangen, ne? Das hätte gar keinen Sinn gemacht. Stell dir mal vor, man hätte den jetzt irgendwie gesagt, na gut, wenn der dahin kommt, ja, dann verbillige ich nochmal und da halt auch nochmal und ey, das Ding ist, ab dem Exit bis darunter sind mal eben halt irgendwie schlappe 80 Punkte, ne? So wie ich das sehe, etwa 80 Punkte ist der noch tiefer gegangen. Das ist too much. Das ist halt echt too much. Ne? Also, um da halt eben nur, wenn man vermutet, der macht irgendwas dagegen zu halten, ist das halt echt Käse. Ne? Dann könnte man jetzt eher hingehen und sagen: Ja, gut, wenn er jetzt nochmal dahin kommt, ne, den hier habe ich raus, dann schnappe ich mir den jetzt hier nochmal, da wo ich rausgegangen bin, an der gleichen Stelle und guck mal, ob ich den Impuls nochmal weiter mit draufziehen kann. Ne? Also, ich bin ja, aber ich glaube, das ist dann auch. Wichtig zu verstehen, weil ich verbillige, oder was heißt verbillige oft, ich skaliere ja oft, ne? Aber das muss halt immer einen Grund haben. Und nicht einfach so, ne, ey, ich habe recht, das ist ganz gefährlich. Also gerade im Trading kennen wir alle, ne? Recht haben ist einfach nur teuer. Und sowieso der Markt, wenn man recht haben will, was macht der Markt? Der läuft bis genau dahin, wo man aufgibt, dann gibt man, dann löst man das Ding auf und dann dreht der Markt, wohin man will. Und dann kommt FOMO. Nach dem Motto, jetzt gehe ich doch wieder rein, weil jetzt macht das ja und er holt einen wieder ab. Das ist irgendwie ganz schlecht. Ne? Deswegen lieber irgendwie ein bisschen mehr Geduld haben. Ich bin da auch nicht immer gut drin. Also ich mache da längst nicht alles richtig. Aber das Schöne finde ich immer, im Live-Trading strenge ich mich immer richtig an. Also hier für den Livestreams. Und deswegen funktioniert das halt auch irgendwie fast immer. Das ist ja halt irgendwie auch das Verrückte, ne? Weil ich natürlich hier versuche ja keinen Mist zu machen. Und daran sieht man eigentlich auch immer ganz deutlich, ey, wenn du irgendwie, also ich für mich habe bei den Live-Trading-Webinaren beziehungsweise Streams die deutlich bessere Quote, wie wenn ich halt irgendwie nur alleine vor mich her handle. Und woran liegt das? Man sich anders diszipliniert, ne? Und dann ist wieder bestätigt so, man steht sich nur selber im Weg. Das ist so. Das ist ganz einfach so. Ne? Ja, genau. Und das Live, beim Live-Trading hilft Nelson gutes Karma. Ja, aber meinst doch auch, oder nicht? Ich helfe doch auch euch. Oder versuch's zumindest. Gut, also, dann gucken wir jetzt mal an, wie geht das Ganze denn überhaupt weiter, ne? Also, das ist jetzt, also Live-Trading jetzt erstmal hier ein Break oder durch oder wie auch immer. Aber was wird das überhaupt? Also, fangen wir nochmal oben an, am besten hier im Daily. Da sieht man ja deutlich, SMA 20, Framing. Framing ist mal wieder das Zauberwort hier. Man sieht ja auch klar, das Framing im Daily, das Long Framing im Daily wurde jetzt erstmal unten getestet. Und alles, was wir jetzt gehandelt haben, ist hier unten dieser kleine Zipfel. Na, mehr ist es halt noch nicht. So, ob das jetzt nach oben läuft, who knows, ja. Also, aber generell hat der Markt, und das sieht man immer wieder, wenn der im Framing unterwegs ist, immer irgendwie die Lust, das Framing zu verteidigen. Ne? Und das heißt, klar, so der Ansatzpunkt wäre dann halt schon zu sagen, okay, wir laufen nochmal irgendwie bis 33.000, Quatsch, 33 schaffen wir heute nicht, auf die 39.370 halt in dem Bereich. Das war ja ohnehin, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, doch war es. Genau das, was ich ja eben auch hier schon gesagt habe, was ich gemeint habe, das sehen wir schon nochmal, ne? Nee, 270 waren es, sorry. Das heißt, die hier, halte ich schon für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das halt nochmal kommt. Also wenn man jetzt noch long ist, ne, mein Rat wäre, zieht nicht irgendwie die ganze Position mit drauf, seid nicht zu überzeugt davon. Aber unrealistisch ist es nicht, dass wir eben die 277 da oben nochmal erreichen und dieses Low dann hier oben dann auch nochmal irgendwie zumindest mal von unten testen oder versuchen zu testen. Sagen wir es mal lieber so. Das würde der Markt schon gerne machen. Auf der anderen Seite muss man aber halt leider auch sagen, ey, wir sind ganz schön irgendwie da unten durchgeschippert jetzt. Ne? Also hier durch diese Lows. Wer sagt uns denn, ne, dass der halt nicht noch irgendwie eine Etage tiefer geht? Aber ne, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Also wir haben hier, wie ich ja gerade im Daily gezeigt habe, wir haben die Extension da unten. Wir haben einen SMA 20, der am Steigen ist, den er versucht hier zu verkaufen.
Wir haben auf der linken Seite hier ein Volumencluster, gleichzeitig diesen vergessenen Bereich, ne, den er letztens eigentlich schon hätte abholen dürfen müssen, wie auch immer. Und hier nach links gucken wir besser gar nicht, außer dass wir halt hier die 39.100 haben, hier die mal ganz, ganz, ganz fett in der Vergangenheit hier schon immer wieder gehandelt wurde, wo der Markt immer abgewiesen wurde. Die versucht er jetzt natürlich wieder von oben zu verteidigen. Das sind die Argumente dafür, ne? Und die Argumente dagegen sind eben die, die wir halt eben gestern schon gesehen haben. Dann halt eben hier diese verkauften Lows und das fette Downgap im Kassa. Das sind alles dann die Argumente dagegen. Von daher, also, boah, ne? Ich sage ja auch immer im Trading Guide, ey, ich muss ja gar nicht irgendwie wissen, wie der Tag endet. Ich muss ja irgendwie nur gucken, wo kriege ich irgendwas zu greifen. Und das gleiche Problem haben wir hier jetzt natürlich halt auch, ne? Dass halt einfach hier super schwierig ist zu sagen, ey, der läuft jetzt nochmal darauf, kommt da runter oder läuft da runter, läuft nochmal rauf oder läuft nur noch runter oder läuft nur noch rauf. Ne? Finde ich irgendwie hier nicht so wirklich gut machbar. Ehrlich gesagt, würde ich mich am liebsten so ein bisschen zurückhalten. Hier im Weekly sieht man halt auch, ne? Ja, ne? Okay. Sticht hier halt so in dieses Cluster da halt irgendwie rein und versucht sich unter das letzte High da zu mogeln. Also Weekly ist unverändert long. Ne? Also gibt es gar nichts irgendwie anderes festzustellen, weil drücken hier nach oben, wir haben keine irgendwie Lows, die man halt hier erkennen würde. Wir stehen im Framing nach oben, nur weil jetzt mal kurz unter der Vorwoche hängen. Ja gut, ne? Das hat jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Das heißt, der erzählt uns hier dann eigentlich eher so nichts. Ne? Von daher schlagt mich nicht. Aber ich möchte hier irgendwie nicht mich festlegen und sagen, der läuft dahin, läuft dahin. Ich finde, wie wir es auch gerade hatten, irgendwie schon irgendwie manchmal nicht so unklug, nur den Versuch zu handeln, dass der Markt irgendwas macht. Und ansonsten einfach irgendwie muss man nicht. Ne? Interessante Punkte generell für den Markt wären natürlich hier unten die 38.931, falls er das halt wirklich macht, ja, weil das auch nochmal ein altes ATH war, was halt irgendwie auch recht oft eben auch angehandelt wurde, würde wahrscheinlich auch nochmal Sinn machen, wäre jetzt auch hier sogar die Extension vom H1 in Rot nach unten und darunter kommt dann halt eben auch hier nochmal ein gekaufter Widerstand, den man von oben nicht mehr gesehen hat, also quasi ein vergessenes Bestätigungslevel, ne, also von 931 bis 887. Das heißt, wenn ich das halt so angehen würde, ich sagen, gut, wenn der hier runterkommt, würde ich ab der 931 nochmal einen Long suchen, bis runter bis zur 887. Ne? Das wären so die möglichen Reaktionsbereiche hier unten nochmal. Dort, wenn er das wirklich machen sollte, da haben wir auch dann wirklich gute Chancen, dass der nochmal versucht, deutlich irgendwie über 39.100 zu schließen, weil wir halt eben im Daily dort halt momentan erstmal die Richtung nach oben haben, ne? Der kann aber halt eben, das haben wir auch schon oft gesehen, also ich sage, wenn das kommt, ja, ne? Keine Empfehlung, klar, aber das würde ich mir einfangen, das Ding hier. Also ich für mich, ja, nicht ich, wenn ich an eurer Stelle wäre, nicht falsch verstehen, bitte. Ne? Also das ist für mich irgendwie so ein Punkt, wie ich sage, gut, passt. Und auf der Oberseite hatte ich ja gerade schon, oder hatte ich gestern schon, sollte ja wirklich auf die 39.700 laufen, was aber allerdings recht unmöglich scheint, von hier aus dann da oben natürlich auch wieder dagegen halten. Aber das heißt auch, nur weil es für jetzt unmöglich erscheint, heißt es nicht, dass es morgen halt auch noch so ist. Ne? Und hier unverändert auch an das Tagestief von gestern ist ein potenzieller Widerstand und unverändert eben halt auch die 39.277. Ne? Also das heißt, das wären so die Punkte. Der hier, Tagestief von gestern, 277 als verkauftes Low, beide für Short, 887 und 931 für Long. Und hier dazwischen ganz oft gesehen, dass der Markt hier einfach einschläft, heute nichts mehr kommt und dann halt irgendwie irgendwann irgendwas halt macht. Deswegen von hier ausgehend schwierig für meine Begriffe. Gut, okay, also jetzt gucke ich nochmal über die Kommentare drüber. Also noch ganz viele, ich war long dabei, ich bin raus, 70 Punkte, nicht dabei. Das ist sehr traurig, lieber Gerhard. Quatsch, Bernhard war es. Long dabei und raus. Okay, schön. Also ganz, ganz viele hier mitgemacht und das ist natürlich auch so, wie es sein soll und wie es auch Spaß macht. Klar, nur weil es echt total doof, irgendwie alleine hier irgendwie Punkte einzufahren, wenn man dann der Einzige ist. Ich finde es natürlich immer viel schöner, wenn da halt eben auch noch ein paar andere dabei sind. Logisch, ne?
Graffiti hat 8 Punkte Short, 8 Punkte Long. Ja, auch okay. Ne? 16 Punkte plus, gibt es nichts zu meckern dran, alles fein. Gut, Nelson, was sagst du? Könnten wir eigentlich hier an der Stelle schon dicht machen? Ne? Stunde ist eh um, passt ja auch eigentlich. Alles gut, das Und passt soweit. ja, ne? Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Dabeisein. Hab mich gefreut, wie immer, hat Spaß gemacht. Alles schön gelaufen und zusammen Punkte gemacht. Und wir sehen uns heute Abend nochmal. Also wenn ihr mögt, natürlich beim Trading Guide eben, also mit dem Ausblick für den Mittwoch. Und ansonsten hier bei FX Flat am kommenden Freitag zu den NFPs. Das kann ja nochmal was werden. Ne? Nelson, was sagst du dazu? Ich hoffe, dass es so spannend wird wie heute, zumindest von der Vola her. Aber ja, sind ja noch 2 Tage. An der Börse kann alles passieren. Also 2 Tage beziehungsweise 3 Tage bis Freitag. Und von daher, es bleibt spannend. Aber bis dahin kann man, wie gesagt, deine Videoblogs verfolgen und auf dem Laufenden bleiben. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn alle wieder am Freitag dabei sind. Bis dahin, passt auf eure Position auf, wie immer. Bleibt gesund und bis Freitag. Und liked hier diesen Kanal, das Video. Wollte der Genau, Dirk jetzt lasst sagen. Zu Recht. eine Like da. Das freut mich natürlich, wenn ihr das tut und den Kanal abonniert. Aber ansonsten schließe ich mich dem an und sage an der Stelle auch nochmal danke, ciao und danke an dich, Nelson. Und liebe Grüße an deine Kollegen. Zurück an die Familie. Ciao, ciao. Ciao.